So, eine neue Folge Jung und Naiv, diesmal Folge 67. Nachdem wir gestern mit Erika Steinbach geredet haben, habe ich hier gerade wen? Hans Hütt. Hans, bist du Politiker? Nein. Sondern? Ich bin Autor, Journalist und ich trainiere Redenschreiber. Rhetorikblogger bin ich. Redenschreiber? Redenschreiber und Redenschreiberin. So, also, du bist Redenschreiberin? Nein, ich bin auch nicht Redenschreiberin, sondern ich trainiere sie. Wie trainiert man das? Indem man viele Texte gemeinsam analysiert, so 8 bis 10, 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, guckt, was steckt in den Sätzen drin, wie kann das deutlicher werden, wie kann das besondere Formatanforderungen, die beim Reden beachtet werden müssen, besser erfüllen. Und das also, hört sich so ein bisschen an wie Deutschunterricht 8. Klasse. Ja, Deutschunterricht für Deutsche. Das ist das Schönste überhaupt, weil man den Juristen und den Ökonomen und den Technikwissenschaftlern den Gebrauch ihrer eigenen Muttersprache zurückgibt. Haben Sie damit Probleme? Ja. Warum? Weil sie extrem kompliziert schreiben, so wie kein Mensch spricht. Aber die wollen doch verstanden werden, oder? Das wollen sie schon, aber haben auch Angst davor. Warum? Weil das so kompliziert ist, worüber sie schreiben. Gut, wir konzentrieren uns diesmal einmal auf die Politiker. Ich dachte mir, wir machen mal das Thema Sprache im Wahlkampf. Kannst du mir was darüber erzählen? Ja, da habe ich jetzt gerade erst vor 10 Tagen bei der Böll-Stiftung einen Vortrag gehalten. Rüde Rede, robuste Rhetorik hieß er und analysierte die Sprache der Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer. Warum? Die reden wahrscheinlich wie das Volk, wie heißt das, das Maul gewachsen ist. Der Schnabel gewachsen ist. So, wenn sie das schaffen, wäre es ja gut. Ach, das machen sie nicht. Das gibt ganz unterschiedliche Beispiele. Ich glaube, ich habe von Frau Merkel noch keine rüde Rede von ganz, ganz wenigen Ausnahmen abgesehen gehört, sondern eher... Als Kanzlerin oder jemals? Als Wahlkämpferin ebenso wie als Kanzlerin. Aber das ist doch, wenn du sagst, du hast gerade als Kämpferin bezeichnet, als Wahlkämpferin, sollte man sich nicht auch so anhören? Ja, natürlich, aber das ist ja ihr besonderer Trick. Also der Wahlkampf, wenn man ihn jetzt aus dem Blickwinkel der Kanzlerin betrachten wollte, der hat ja bisher nur mit Bildern ohne Worte angefangen. Die Kanzlerin mit dem Papst, da gibt es so ein schräges Foto, wo sie so das Gesicht ein bisschen verzieht und der Papst, genau so. Und der Papst guckt auch so ein bisschen, was hat denn die da gerade gesagt und so. Also das ist das erste Bild, der Heilige Vater hat sie gesegnet gewissermaßen. Das zweite Bild zeigt sie an der Seite des größten Fluthelfers der ganzen Welt. Also Horst Seehofer hat sich in diesem Zweck in ein geliehenes Rote Kreuz-Jackett getaucht. Ja. Sieht er also sehr mächtig, sehr landesväterlich aus. Und, aber sie gibt doch auch bei diesen Bildern, also wenn sie da hinfährt, sie gibt auch Statements ab, die sind egal. Die Statements bleiben off the record. Das heißt, sie arbeitet im Moment ausschließlich mit Bildern. Und jetzt hat sie gerade erst mit ihren Vorständen das Wahlprogramm oder Regierungsprogramm von CDU, CSU auf den Weg gebracht. Mhm. Und da erzählt sie, wir sind gewissermaßen in der besten aller Welten. Und damit es euch noch besser geht, wird es dann, wenn wir gewählt werden, mit 30 Milliarden euch noch besser gehen. Aber auf der letzten Seite steht dann, das steht unter Finanzierungsvorbehalt. Also genauso gut können sie als Wahlversprechen sagen, wir holen den Mann vom Mond nach Deutschland. Du sagst gerade Finanzierungsvorbehalt, was heißt das auf Deutsch? Das heißt, ist die Kohle da oder nicht? Und im Moment sieht es nur so aus, als ob sie diese Kohle nicht hätte, es sei denn, sie würde die Steuern erhöhen, was sie ja ausdrücklich für die bürgerlichen Parteien ausschließt. Das heißt, es ist so ein Wahlprogramm ist mehr so ein Wunschzettel? Ja, so ein Wunschzettel an den Weihnachtsmann. Ja. Also vollkommen vorbei an der Realität, an den Wählern? Naja, ich meine, die finden das schon gut, wenn ihnen da der eine oder andere Wunsch abgelesen wird. Aber ob der Wunsch dann tatsächlich realistisch ist und wie das, also welche Enttäuschung bei leichtgläubigen Wählern entsteht, wenn ihnen dann hinterher April gesagt wird, nee, passt jetzt nicht, in 4 Jahren versuchen wir den gleichen Trick nochmal. Das geht nicht. Gibt es leichtgläubige Wähler, also so junge Naive, oder kenne ich eigentlich nur mich? Naja, also ich glaube, die Leichtgläubigkeit ist eher in den jeweiligen schrumpfenden Lagern der Parteien zu erleben. Ja, jetzt haben wir ein neues Programm, jetzt geht's endlich los und so. Ja. Tatsächlich glauben die das auch nicht. Sie tun nur so, also sie erwecken den Eindruck der Gläubigkeit. Ja, das glaube ich schon. Ich habe manchmal Parteileute gesehen,
Also entweder sind die so doof oder so naiv, aber die glauben das. Naja, also jetzt sieht man in den Augen an. Jetzt aber. Ja, aber dann gucken wir uns den Wirtschaftsflügel der CDU an und der sagt... Ja, also, da war ich diese Woche. Ja, genau. Ich habe das gesehen. Und da sagt dann der Chef von denen, ja, also das ist ja ein schönes Wahlprogramm, aber entscheidet über das, was in der Regierung gemacht wird, entscheiden Koalitionsverhandlungen. Und das Erste, was sie machen, räumen die Wahlforderungen der beteiligten Parteien weg. Das eine oder andere Baby, nach Vorliebe eines, das nichts kostet, kann noch drinbleiben. Ja, und das war's dann. Warum machen die denn Wahlprogramme? Ja, die müssen, das ist eine gute Frage, die müssen oder wollen sich von der Konkurrenz unterscheiden. Und ja, aber wenn alle Wahlprogramme haben, selbst die Piraten haben jetzt ein Wahlprogramm, wo unterscheiden die sich dann noch? Ja, In den Inhalten, 330 Seiten bei den Grünen. Was? Also, ja, 330 Seiten. Seiten, ja. Aber so klein oder was? Nö, das ist schon ein richtig dickes Brikett. Mit welchen 330 Grünen? Seiten? Ja. Hast du das durchgelesen? Diagonal, ja, das muss man schon tun. Ja, und da steht aber auch viel drin. Im Unterschied jetzt zu dem Programm von CDU, CSU, das kommt gerade mal ein Drittel aus. Die SPD liegt so dazwischen und relativ knapp sind mit ungefähr 70 Seiten die FDP und die sogenannte Alternative für Deutschland beschränkt sich auf 3,5 Seiten. Wir gehen gleich mal die ganzen Parteien noch ein bisschen durch. Ja. Kannst du ein bisschen erzählen, was dir da aufgefallen ist. Aber vielleicht bleiben wir kurz noch allgemein. Was ist, ist das so ein Phänomen deutscher Politik, also deutscher Wahlkampfrhetorik, diese Sprache, oder ist das auf der ganzen Welt jetzt verbreitet? Hast du da einen Überblick? Naja, also ich versuche da mal einen Text von dem großen Kurt Tucholsky zu erinnern. Wer ist das? Kurt Tucholsky ist einer der großen politischen Journalisten, Satiriker der Weimarer Republik. Theobald Tiger und wie heißt er noch? Er hatte auch noch einen Panther, Theobald Tiger und Kurt Panther, wie auch immer. Der hat einen kurzen Text geschrieben, ein älterer, aber leicht besoffener Herr, der so Ende der 20er Jahre durch ein wahlkämpfendes Berlin taumelt und von Wahlveranstaltung zu Wahlveranstaltung beschickerter wird und am Ende wieder bei seiner Frau zu Hause ankommt und zu ihr sagt, und der Korridor wird auch abgeschafft und dann bin ich aus Fenster gefallen. Also völlig verwirrt ist er, und die Verwirrung, die also jetzt schon vor 80 Jahren Teil der Politik, wenn es um Wahlkämpfe geht, war, die wiederholt sich heute sozusagen technisch aufgemöbelt über alle Kanäle, Social Media, Fernsehen, schieß mich tot. Und im Wesentlichen hat sich nichts geändert. Irgendwelche mehr oder weniger doll klingenden Parolen werden ausgegeben. Also nennen ich die der CDU, die ist noch nicht bekannt. Das für ihre Agentur, die hält das Geheimnis, kommt wohl erst Ende Juli raus. Die FDP, da weiß man auch nicht so richtig, was nach dem Sturz ihres Spitzenkandidaten rauskommt. Da war irgendwas mit... Das macht ihr oder so, oder? Ja, das macht ihr. Und jetzt, das machen wir? Irgendwie, dass wir ihr das wir, dass wir entscheidet, das ist die SPD. Das ist einer der leersten Sprüche, die ich in den letzten Jahren gehört habe. Ja, ich meine, da muss man mal drüber nachdenken. Also das Wir ist ja die erste Person Plural. Also das fasst alle diejenigen zusammen, die ich sagen können. In dem Satz aber wird das Wir zu einer Sache. Das Wir. Zu einem Neutrum. Ja. Und das heißt, es wird von den Personen oder der Gesamtheit der Personen, die man in dem Wir versammeln will, getrennt. Aber ich meine, das zeigt doch erstmal, dass die SPD sagt, wir sind eine Volkspartei, wir wollen alle mitnehmen. Die wollen aber schon alle Wähler ansprechen. Ja, das ist ja durchaus begrüßenswert. Aber ihr oberster Wahlkämpfer, also der von der Agentur, die für sie arbeitet, frag mich jetzt nicht, Agentur Super J&K, der sagte, 58,8% der Wähler können sie nach den heutigen Ergebnissen gar nicht mehr erreichen. Das ist so ungefähr wie die 47%, die Romney in Amerika für seine Kampagne sozusagen verabschiedet hat. Mit denen habe ich nichts mehr zu tun. Da waren Sie mal ehrlich. Da war er ehrlich und da war er auch ehrlich. Aber ich erinnere mich an ein Interview mit dem damaligen Kanzler Gerhard Schröder, der von der Süddeutschen gefragt worden ist. Ja, aber ihr Bundesgeschäftsführer hat gesagt, die Wähler sind noch nicht so richtig mobilisiert, hat Schröder geantwortet. Wenn das der Bundesgeschäftsführer gesagt hat, dann glaube ich, hat der Bundesgeschäftsführer noch ein bisschen zu tun. Und ich glaube, das geht der Agentur genauso. Die hat sich mit dem Satz 58,8% erreichen wir gar nicht mehr keinen Gefallen getan. Denn das ist ihr Job. Ja.
Und sonst hätte ja der Wahlkämpfer der CDU recht, der sagt, die CDU sei die einzige Volkspartei, die es noch gibt. Und die ganzen anderen gravitieren wie so kleine Monde um sie herum. Das ist natürlich auch völlig albern, weil wenn man sich die CDU anguckt, das ist eine mächtige Dame ohne Unterleib. Also das heißt, da ist weit und breit niemand mehr in Sicht aus der sogenannten ersten Reihe, der von zwei Ausnahmen abgesehen unmittelbar in der Lage wäre, sie zu beerben. Wer sind die Ausnahmen? Ja, die Ausnahmen sind der angeschlagene Verteidigungsminister de Maizière und Ursula von der Leyen. Die ist ehrgeizig genug und man traut ihr das auch zu, den Ehrgeiz in Politik umzusetzen. Aber ihr trauen die eigenen Leute im Parlament nicht. Gut. Kurz nochmal, warum nennen sich diese Parteien immer noch Volksparteien? Was ist da, warum bestehen die darauf, Volkspartei zu sein? Also es ist auch nur ein Kampfbegriff, oder? Das ist kein Kampfbegriff, sondern der hat die politische Wirklichkeit nach 1945 geformt, geprägt. Und es ging natürlich darum, nach einer Phase der Diktatur im Nationalsozialismus, die unterschiedlichen weltanschaulichen Lager, also im bürgerlichen Bereich, die Parteien, die früher in der Deutschen Volkspartei, im Zentrum und der Staatspartei und einigen anderen versammelt waren, denen ein Angebot zu machen. Und da war die CDU sehr erfolgreich bis weit in die 60er Jahre hinein, sozusagen eine strategische Mehrheit durch ihre Integrationsangebote zu vermitteln. Die SPD hat umgekehrt sozusagen aus ihrer Herkunft gerade 150 Jahre geworden, also Glückwunsch nochmal, aus der Arbeiterbewegung, also die kleinen Leute, die Arbeiter abhängig Beschäftigten. Und bis zu ihrem Godesberger Programm hat sie gewissermaßen auch noch in ihrer Parteisprache den Klassenkampf getrieben und hat dann mit dem Godesberger Programm Ende der 50er Jahre den Weg sozusagen in eine linke Volkspartei geöffnet. Die FDP war sowas noch nie. Ist die SPD noch eine linke Volkspartei oder überhaupt links oder überhaupt noch eine Volkspartei? Das wäre möglich. Ich halte das auch für ein realistisches Ziel. Aber das Problem ist, dass viele ihrer Stammwähler in den Jahren seit 2005 abhanden gekommen sind. Warum? Wegen der Hartz-Reformen. Das heißt, da sind ja ganze Erwerbsbiografien durch die Gesetze aus der Sicht der Betroffenen zunichte gemacht worden, weil sie von jetzt auf gleich, trotz irgendwelcher toller Ausbildungen, am Ende einer langen Berufslaufzeit bei Hartz IV, also mit anderen Worten Hilfe zum Lebensunterhalt gelandet sind und zum Teil nicht mal mehr von Vollzeitjobs heute leben können, also da zusätzlich auch noch Unterstützung beantragen. Aber Hans, das musste so sein. Guck dir jetzt mal unser Land an. Wir sind führend in Europa. Uns geht's gut, den anderen geht's schlecht. Das war richtig. Das sagen nicht alle so. Und ich kann auch begründen, warum es manche nicht so sehen. Ich bin aber gespannt. Denn es gab damals ein Versäumnis, dass den Sozialdemokraten, den Grünen weniger, obwohl sie das mit abgestimmt haben, auf die Füße gefallen ist. Sie haben nicht gleichzeitig einen Mindestlohn auf den gesetzlichen Weg gebracht, mit dem Resultat, dass in vielen Branchen, in welchen es keine starken Tarifparteien gibt, Löhne im Bereich von 3-4 Euro die Stunde gibt. Und sodass du selbst mit einem 40-Stunden-Job, wenn du Pech hast, eben nur auf 120 Euro kommst. Ja, aber dann sind sie halt nicht so leistungsfähig. Weil Leistung, wenn es an Leistung geht, dann ist 3 Euro halt, entspricht das halt der Leistung anscheinend. Nein, das hat mit der Leistung nichts zu tun. Aber das lerne ich immer von der FDP. Ja, das ist neoliberale Neusprech-Sprache, die an dem Sachverhalt, dass da eine Frau oder ein Mann 40 Stunden am Tag auf ihren Füßen stehen und anderen ihre Haare schön machen, das ist anstrengend, das kostet Energie und das kostet am Ende, um diese Energie auch bereitstellen zu können, einfach einen Lebensunterhalt, der von 120 Euro in der Woche mit 40 Stunden nicht erbracht werden kann. Gut, kommen wir mal zu den Parteien und gerade zu diesem Wahlkampf. Was ist dir aufgefallen? Fangen wir mal mit der Regierungspartei an, der CDU.
Die CDU, die hat Anfang des Jahres, noch bevor jetzt ihr Wahlprogramm auf den Weg gebracht wurde, eine sogenannte Wilhelmshavener Erklärung auf den Weg gebracht. Und hört sich aber hofmännisch an. Ja, das hat sie sogar zusammen mit der CSU, obwohl die da so im Norddeutschen eigentlich nicht so ganz zu Hause ist, verabschiedet. Und das ist so ein Text, der wirkt ungeheuer modern. Man könnte den Eindruck gewinnen, also das ist in leichter Sprache geschrieben, ne? Also sozusagen idiotensicher. Und er weckt den Eindruck, als wäre der Anspruch zu regieren, steckte der in der persönlichen DNA dieser beiden Parteien. Also jeder, der infolge demokratischer, freier, allgemeiner Wahlen die Mehrheit gewinnt und nicht von der CDU, CSU ist, raubt ihr gewissermaßen diesen Machtanspruch und wird damit sozusagen wie in eine Rolle eines Illegitimen, eines Putschisten gedrückt. Das hört sich ein bisschen, also diese Beschreibung hört sich eher nach SED an, als an der CDU. Ja, okay, also in ihrem Gefühl ist die CSU in Bayern sowieso Staatspartei, die CDU drückt das... Staatspartei? Ja, guckst du dir an. Man hat in Bayern nach 1949 nicht die CSU regiert. Ist das Demokratie dann? Ja, Demokratie lebt vom Wechsel. Ja. Insofern kann man dafür nur beten, würde ich fast sagen, wenn das nicht der falsche Ausdruck im Wahlkampf wäre, dass es da mal zu einem Wechsel gerade im Freistaat Bayern kommt. Keine Frage. Haben wir also keine Demokratie in Bayern? Haben wir das mal festgestellt? Also offenbar nicht. Doch, das schon. Aber die rennen vergeblich gegen diese Mir-San-Mir-Haltung der CSU an. Und die entspricht ganz offenbar immer noch in weiten Teilen dem Lebensgefühl der bayerischen Wähler. Da kann man doch nichts gegen haben. Ja, ich meine, die haben ja alle 5 Jahre quasi die Wahl zu sagen, ja, wir möchten Demokratie, aber dann nehmen sie dann doch wieder CSU. Naja, es kommt jetzt darauf an, wie sie sich in den kommenden Wochen auf den Wahlkundgebungen und auf den Marktplätzen des Freistaates darstellen. Also jetzt kommt heraus, nochmal in Erinnerung, dass da Familienangehörige, obwohl das Gesetz es bereits untersagt hat, beschäftigt worden sind und man verschwiemelt so ein bisschen, wie die Leute getrickst haben. Ist nicht so schlimm. Nö, der Staat ist keine Selbstbedienungsanstalt. Nicht? Nö, durchaus nicht. Nein, nein. Und wer das tut, obwohl er als Abgeordneter im Bayerischen Landtag bereits fürstlich entlohnt wird. Da machen wir ein Auge zu. Da machen wir kein Auge zu. Das Bayern hat da genauso wie die anderen die Aufgabe einer ordentlichen Haushaltspolitik und nicht einer Spätzlwirtschaft. Und das haben sie da haben sie, glaube ich, schon einige Probleme an der Backe. Die kann auch der oberste Wahlkämpfer, egal ob er Rotkreuz-Jackett trägt oder nicht, nicht drüber hinweg heucheln. Das geht nicht. Das hat Leute geärgert. Aber Union, wie machen die Wahlkampf? Also? Ja, die sagen, wir haben den Regierungsanspruch. Da sagen sie als Erstes. Als Zweites geben sie eine ganze Reihe von wunderbaren Versprechungen. Also die Kosten insgesamt haben die Leute schon ausgerechnet, ungefähr 30 Milliarden. Schnäppchen, ja, so ein richtiger Schnäppchenpreis. Also 30 Milliarden schwer, das sind 60 Milliarden Mark für diejenigen, die noch in alten Währungen rechnen. Und das ist Mark? Eine Marke, deutsche Marke gab es noch bis Ende 2002. War ich zu jung für. Die Wähler rechnen noch. Die Wähler rechnen, manche Wähler, also so ein alter Wähler wie ich zum Beispiel, rechnen manchmal noch damit. Und 30 Milliarden, das ist ungefähr ein Achtel des derzeitigen Bundeshaushaltes. Also das ist schon, das ist nicht zu knapp. Ja, aber das ist doch nicht schlecht. Da würden wahrscheinlich manche Ökonomen sagen, Mensch, Investitionen, ja, so eine genau, schöne Sache. Aber auf der anderen Seite endet dieses schöne Programm mit diesen Versprechungen, mit dem Satz, alles steht unter dem Vorbehalt, dass das Geld dafür da sein muss. Den hat Schäuble reingeschrieben wahrscheinlich. Den hat gewiss der Schäuble reingeschrieben, weil wer sollte das sonst reingeschrieben haben? Und oder die Kolleginnen und Kollegen vom Wirtschaftslügel der CDU, CSU, die natürlich auch nicht damit einverstanden sind. Also machen erst Forderungen, sagen dolle Versprechen. Am Ende sagen wir April, wenn der Wahltag gekommen ist und wir die Mehrheit wieder haben, die uns zusteht, können wir vergessen, was wir dummes Zeug vorher erzählt haben. Das interessiert mich ein dummes Geschwätz von gestern. Das war mal ein Zitat, mit welchem Konrad Adenauer berüchtigt geworden ist. So, und dann sagen sie April und weiter geht die Reise. Gib uns mal Tipps. Wie kann man so eine CDU, wie kann man Wahlkampfrhetorik von der Union entlarven? Wo kann man da das festmachen? Ja, das ist... Wo kann man sagen Bullshit? Ja, das ist in der letzten Sitzung im Deutschen Bundestag gestern weiträumig zu besichtigen gewesen. Also es gab einen Gesetzentwurf der Roten und Grünen Fraktionen,
die Tatbestände der Abgeordnetenbestechung mit schärferen Gesetzen unter Strafe zu stellen. Das wurde abgeschmettert. Die CDU, also mit anderen Worten die CDU-geführte Regierung, hat in Brüssel dafür gesorgt, dass ihre sogenannte Klimawende-Energiepolitik sozusagen nur ein leerer Kasten ist, weil sie die Kohlendioxidwerte nicht, wie die EU-Kommission gesagt hat, etwa auf niedrigere Grenzwerte gehen ließ. Also die deutsche Automobilindustrie hat sich darüber sehr gefreut. Ihr künftiger Spitzenlobbyist ist ja im Moment noch im Kanzleramt. Also die dürften ihm gewissermaßen schon zum Amtsantritt einen Superbonus zahlen. Das ist dann vom Wahlprogramm natürlich nicht gedeckt, sondern geht dann aus dem Budget der Mercedes-Benz AG. Dann sparen wenigstens die Parteien. Naja, die sparen da nicht. Denn aber du hast auch erwähnt, die benutzen Agenturen. Warum machen die das nicht? Haben die keine Generalsekretäre? Ich denke, ja, der Generalsekretär beauftragt Agenturen. Die Agentur, die die CDU, CSU, die CDU jetzt berät, die hat jetzt, glaube ich, mit einem Budget von 30 Millionen, also ungefähr einem Tausendstel der Wahlversprechen ein Budget beziffert, mit welchem sie da Land auf Land an Propaganda machen. Die Union bezahlt einer Agentur 30 Millionen Euro, damit sie den Wahlkampf... Genau. Ich meine, Agenturen arbeiten ja nicht für umsonst. Das ist ja ein hochprofessioneller Job. Die müssen Plakate machen, die müssen irgendwelche Slogans sich ausdenken. Das machen Piraten alleine. Die Piraten arbeiten mit 300.000 Euro, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere. Also nicht, nee, nur 100.000 haben die, glaube ich, sogar nur. Boah. Also die arbeiten mit dem freiwilligen Engagement ihrer Mitglieder. Warum macht das die CDU nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Das solltest du mal den Generalsekretär fragen. Hm. Gut, kommen wir mal weiter. Wir gehen zur nächsten Volkspartei, die SPD. SPD hat ein Regierungsprogramm entwickelt, sagt auch etwas deutlicher. Ist das ein Unterschied zum Wahlprogramm? Ja, also sie erweckt damit den Eindruck oder will den Eindruck erwecken, dass sie die bessere Regierungspartei ist. Natürlich. Und wenn man sich anschaut, wie die Gesetzgebungsarbeit dieser Regierung tatsächlich ausgesehen hat, da kann man ja zumindest schon mal diesen Hut in den Ring werfen und sagen, wir können das besser. Die Geschichte der SPD hat seit 1949 immer dann diesen Anspruch erstens erhoben und zweitens auch ziemlich glaubhaft gemacht, wenn sie in Stunden der Not in die Regierung gerufen worden ist. Das war mit der Großen Koalition, als CDU, CSU, FDP verkackt hatten so, also 66, 67. Das war mit dem Wahlkampf von Gerhard Schröder, wir machen nicht alles anders, aber vieles besser, 1998 so. Und 2005, wo sie nur um Haaresbreite von einer weiteren Regierung wieder abgehalten worden sind, haben sie sich nach einer verheerenden Wahlniederlage infolge der Hartz-Reformen dann als Juniorpartner in die Regierung gegeben. Und jetzt sind sie ja mittelbar auch an einer Reihe von Gesetzgebungen, gerade in der Europolitik, beteiligt gewesen. Also die wesentlichen Entscheidungen zur Europolitik haben sie im Bundestag mitgetragen. Aber, und das muss man ihnen dann zugutehalten, mit ergänzenden Forderungen, das ist jetzt gestern auch noch mal zum Ausdruck gekommen, in Europa sind 6 Millionen Jugendliche arbeitslos. Und wenn man da seitens der Regierung sagt, tolle Sache, wir haben jetzt 6 Milliarden für die nächste Haushaltsperiode, die geht bis 2020, also 6 Milliarden in 7 Jahren, also 900 Millionen Euro, das kann man dann durch 6 Millionen teilen, da hat man also 150 Euro pro jugendlichen Arbeitslosen, der in 7 Jahren ausgegeben wird. Das ist also Heuchelei, würde ich mal sagen. Ja, ich meine, die SPD, du hast ja gerade gesagt, die macht die Europolitik mit. Diese desaströse Sparpolitik vertritt sie dann ja auch. Jein. Also Jein. Mit einem entschlossenen Jein. Die entscheidende Frage ist doch, das hat gestern, finde ich, Steinbrück auch ganz gut ausgedrückt, wenn man in Deutschland ähnliche Sparpakete wie in Griechenland, Portugal, Irland, Spanien verabschieden wollte, dann müssten hier 170 Milliarden Euro in Deutschland gespart werden. Mhm. Mit anderen Worten, das ist einfach unvorstellbar. Und gleichzeitig, das macht dann gewissermaßen auch nochmal die internationale Seite der Politik im deutschen Wahlkampf deutlich. Also weil wie fühlen sich denn die von ihren Sparpaketen der Austeritätspolitik gebeutelten Portugiesen, Griechen, Spanier, wenn sie sehen, dass der um Sparsamkeit drängende deutsche Partner aus Europa, der Freund, wir sind genau, Freunde. 30 Milliarden einfach mal auf die, also
so auf den Tisch klopft und so, okay, also er hält seinen Wählern eine 30 Milliarden schwere Wurst vor die Dackelnase und sagt, jetzt guck mal hier, dass ihr uns nachlauft, und dann wird sie wieder weggeschnuppt und mit einem Mal ist diese 30 Milliarden Wurst, Angel in the Wurst, ist diese Wurst einfach leer. Also ja. Es ist eine Tour-Tour-Wurst, eine Scheinwurst. Das war die SPD. Kommen wir zu... Regieren. Also da muss man noch zur Sprache sagen, es kommt ein bisschen schwerfällig rüber. Also sie haben ja auch mit vielen Veranstaltungen auch noch Wähler an der Erarbeitung ihres Programms beteiligt. Das haben alle mehr oder weniger gemacht. Aber es wirkt so ein bisschen nach Mitmacheffekten, die eher nach Placebo aussehen, als dass sie wirklich materiell Politik gestaltet hätten. Unterscheidet sich denn SPD von Union, von der Sprache? Ja klar, also von der Sprache schon. Sie sind nicht so leicht, so eingängig, so sozusagen wie so eine Art von hypnotischer Botschaft, sondern sie sagen schon, also das Regieren ist schwer. Das zu beschreiben, fällt ihnen allerdings auch ein bisschen schwer. Gut, kommen wir zu den kleineren Bundestagsparteien. Wie ist das? Wie macht die FDP Wahlkampf? Die hat ja eine tolle Regierungszeit jetzt hinter sich. Ganz tolle Regierungszeit, also die Hotelketten haben sich gefreut über die Mehrwertsteuerentlastung und schieß mich tot. Stammwähler. Ja, die Stammwähler. Die FDP hat sich im Grunde genommen auf ein neoliberales Glaubensbekenntnis beschränkt und wiederholt das so oft, dass sie darüber selbst schon fast in einer gewissen meditativen so Schwebe Logik, über so einen halben Meter über dem Boden schweben. Was bedeutet Neoliberalismus? Neoliberalismus, also mit anderen Worten, jeder, der sich anstrengt, hat es verdient, dass man ihn als Leistungsträger davor bewahrt, von der Gemeinschaft, derjenigen, die nicht so fit sind, in Anspruch genommen zu werden. Also jeder ist seines Glückes Schmied. Wer seines Schmiedes Glück ist, the German auf der anderen Dream, Seite. The German Dream, aber auf eine ziemlich einfache, hausgestrickte Logik zusammengeschnurrt. Und man braucht, also egal wo man in dieses Programm reinschaut, es lebt eben so ein bisschen von das Glauben, Berge versetzen kann. Und daran ist doch dem einen oder anderen Wähler, der diese Regierung und namentlich die FDP in der Regierung beobachten konnte, der Glauben abhandengekommen. Aber die FDP ist doch nicht nur eine neoliberale Partei, sondern sie war auch doch immer für Bürgerrechte. Ja, also ich meine, wenn man jemanden wie Gerhard Baum sieht, ja, das würde ich Sie gerne auch fragen. Ach so. Also da solltest du mal den Generalsekretär, der nicht so richtig bürgerliberal über die Rampe kommt, diesen Herrn Döring, solltest du mal fragen. Ich glaube, da käme der ins Stottern. Aber wenn du das Gerhard Baum fragen würdest, der könnte das ziemlich gut beantworten. Also in Sachen Bürgerrechte ist in der Wahlkampfsprache bei der FDP nicht zu finden. Ja, sie schreiben es schon noch rein. Nur was ist davon zu halten, wenn bei dem Prism- und Tempora-Skandal die Bundesjustizministerin an die englische Regierung einen Brief schreibt und sich dann darüber irgendwie noch mokiert, dass die englische Regierung, wie vorherzusehen gewesen ist, darauf antwortet, dass sie sich über Geheimdienstangelegenheiten nicht in Briefverkehren äußert. Also weil, ja. Das war albern. Na klar. FDP, kommen wir zu den Grünen. Ja, die Grünen haben das... In 330 Seiten. Fast, also mit Kleingedruckten hinten noch und Inhaltsverzeichnissen sind etwa 330 Seiten. Die haben ja vor 4 Jahren gesagt, wir müssen einen neuen Gesellschaftsvertrag schließen. Das war dann etwas abstrakt und jetzt liefern sie gewissermaßen nach und beschreiben, an welchen Ebenen, mit welchen Forderungen hier eine ökologische Industriegesellschaft künftig gestaltet werden kann. Also die glauben mit ihrem Programm der Energiewende dann in der Tat auch Boden unter die Füße zu geben, dafür die richtigen Instrumente zu haben und dafür auch im Sinne eines Lastenausgleiches diejenigen, die mit stärkeren Schultern mehr halten, mehr tragen können, mit eigenen Beiträgen zu beteiligen. Das finde ich eine gute Forderung. Wie geht so die grüne Propaganda im Wahlkampf? Die grüne Propaganda, die wird jetzt noch genauer zu besichtigen sein. Also erst einmal muss man einfach ihnen zugutehalten, dass sie hier, das sagen ja die Umfragen von Infratest Diemals und anderen auch, nicht mal bei ihren Kernwählern mit der Forderung nach höheren Steuern irgendwie einen Einbruch erlitten haben, sondern nein, die sagen, das sehen wir auch so, wir können also Stärkere können auch einen stärkeren Beitrag leisten, obwohl, das wird die FDP nicht müde zu betonen, die Grünen ja die Partei der besseren Verdiener ist.
stimmt zwar, wenn man das genauer anguckt, auch nicht so ganz. Aber sie haben jedenfalls damit einen Punkt gemacht und deutlich gemacht, in der Vergangenheit der letzten 4 Jahre sind infolge der euren Finanzkrise alle Steuerzahler auf eine Weise in Anspruch genommen worden, die man nicht mehr sozial gerecht nennen kann. Und da wollen sie eine Korrektur herbeiführen. Das ist höchste Zeit. Das ist ganz lustig. Ich weiß, 2009 hat die FDP mit dem Wahlkampf gemacht, Steuern runter. Mhm. Und die Grünen machen, also das macht die FDP ja jetzt nicht, die sagt aber nur, wir halten die Steuern so. Und die Grünen sagen jetzt, wir machen hoch. Ist, genau. Ist mal was anderes. Ja, und sie haben im Moment in den Umfragen mehr Prozente als die FDP mit ihren Steuern runter vor der Wahl 2009. Das ist auch schon mal erstaunlich. Gut, kommen wir noch zu den Linken und den Piraten. Wie machen die Linken Wahlkampf? Die Linken machen Wahlkampf, indem sie sagen, wir wollen nicht regieren. Schön. Ja, das ist also, sie wollen die schwächste aller Oppositionsparteien sein. Rhetorisch können sie das ganz gut, wenn ich hier an Gregor Gysi im Bundestag denke. Der hat ja nicht nur Unterhaltungswert, sondern sagt auch gewisse Dinge, genauso wie Frau Wagenknecht, die gesagt werden müssen. Hatte ich schon aber, mal. Ja. Naja, aber es ist schon. Sie sagen im Grunde, ja, wir wollen einsteigen, aber zeigen sich überfordert, weil wir dann mehrere Entscheidungen und das auch noch gleichzeitig treffen müssen. Schlimm. Das klingt so wie eine Überforderung, vor der man weiträumig ausreißt. Also Sie haben so ein bisschen die Symptome erkannt, Sie wissen, wo was falsch läuft, ja. Ihrer Meinung nach, aber wie man das jetzt nun ändert und alles auf einmal sind sie überfordert. Ja, ich meine, sie haben schon ein paar präzise Forderungen, also Vermögensabgabe, höhere Spitzensteuersätze und so weiter. Das ist ja auch alles gut und schön. Da würden die Grünen wahrscheinlich auch mitmachen. Da würden die Grünen auch mitmachen, nur ist die Unverträglichkeit zwischen der Linken auf der einen, der SPD auf der anderen Seite immer noch so, als ob sie Politik nach dem Gesetz der Vendetta als Rache aneinander missverstehen. Und das heißt, solange das so ist in den Parteiführungen, werden die keine Koalition bilden können. Aber ich denke, die SPD möchte einen Regierungswechsel haben, denn vielleicht bräuchte die SPD ja auch die linken Stimmen im Bundestag. Das ist mathematisch nicht von der Hand zu weisen, aber durch die handelnden Personen halte ich das im Jahr 2013 noch für ziemlich unwahrscheinlich. Und jetzt zum Schluss noch Piraten. Ihr Wahlkämpfer hat bei der dieser Wahltagung gesagt, dass sie am Sonntag, das ist der 30. Juni, also übermorgen, ja, rauskommen wollen, und er hat auch angekündigt, dass sie eine neue Kampagne planen, die ein neues Ziel, so wie vor ein paar Jahren die berühmte, berüchtigte Zensursula aus der Taufe heben werden. Was das ist, hat er noch geheim gehalten. Wir kriegen jetzt ein bisschen Regen ab. Das klang so vielversprechend, dass ich glaube, die Piraten bringen es zustande, obwohl sie so eine schlechte Personal-Hickhack-Nummer der letzten Monate geliefert haben, ihre Basis doch noch mal wieder zu motivieren. Und ich glaube, die Rechnung ist noch nicht gemacht, und die Piraten können zumindest relativ nahe doch an die 5%, vielleicht sogar oben drüber kommen. Wenn das der Fall wäre, das wäre super. Weil dann, du meinst mit ihrer Sprache, mit ihrem Wahlkampf? Nicht nur mit ihrer Sprache, sondern auch mit einem Wahlkampf, der die Sprache ihrer Wähler spricht. Also das heißt nicht nur technisch. Die sprechen Deutsch, oder? Die sprechen wirklich Deutsch. Manchmal kommt es ein bisschen auch schwerfällig über die Rampe. Aber es belustigt, und es belustigt nicht nur, sondern es gibt eine ganze Reihe von Sachen, an denen sie sich engagieren. Sie haben, glaube ich, insgesamt 320 Forderungen in ihrem Programm. Die kann man da in einem Wiki nachlesen. Gar nicht so viel, aber es wird auch nicht 30 Milliarden kosten. Also es ist wirklich so teuer wie die CDU. Aber wenn die Piraten ins Parlament kämen, wäre etwas völlig Neues zu besichtigen, weil dann die Wahrscheinlichkeit groß wäre, dass diese alte Idee von Fraktionszwang und dergleichen plötzlich nicht mehr aufrechterhalten werden könnte und mit einem Mal auch die Idee der freien Rede, also mein Lieblingsthema, dann eine ganz andere Bedeutung bekommt. Du hast ja uns ja mal fast schon ein Licht am Tunnel aufgezeigt. Ja, wollen wir mal hoffen, dass da so etwas in Sicht kommt. Nicht zu vergessen, dass es da auch noch diese andere deutsch-nationale Partei am rechten Rand gibt, die da weniger als Licht, sondern ein schwarzes Loch am Tunnel ist, die AfD. den Euro abschaffen will. Kurz noch was dazu, 3 Seiten meintest du? 3,5 Seiten. Sie sagen, sie wollen Deutschland geordnet aus dem Euro herausführen. Und das heißt, indem sie das versprechen,
erzählen Sie blühenden Unfug, so etwas läuft weder geordnet ab, noch lässt sich das sozusagen kontrolliert steuern, sondern das führt zu Turbulenzen und zu einer ganzen Reihe von ziemlich unerfreulichen Erscheinungen. Man kann sagen, dass die AfD mit ihrem fulminanten Auftritt zu Beginn sowas wie eine große Zockerwette eingegangen ist. Und das wirkt so, als gäbe es da Leute im Hintergrund, die vielleicht noch die einen oder anderen Credit-Default-Swaps haben, mit welchen sie das Scheitern des Euro damit riesigen privaten Gewinnen vergolden. Das heißt, die Partei lebt davon, dass der Euro und Europa vor die Wand fährt. Gut. Hast du noch irgendwie einen Tipp für unsere Zuschauer, worauf man achten sollte bei diesen ganzen Wahlkampfreden? Die leeren Worte. Ich meine, es gibt ja ein wunderbares Zitat, ein Lieblingszitat von Georg Büchner aus Dantons Tod. Kenn ich nicht. Zitat, das ist ein großartiges Theaterstück über den Höhepunkt der französischen Revolution von 1789 in folgenden Jahre. Und dieser Satz heißt: Geht einmal euren Phrasen nach bis zu dem Punkt, wo sie verkörpert werden. Und das heißt, Sprache ist etwas Körperliches. Und die Politik, wie sie uns in den Wahlkämpfen begegnet, ist vollkommen körperlos, völlig abstrakt. Und es ist gut, sie an den Punkten zu packen, wo die Abstraktion wirklich leer ist, wo die Phrasen nur leere Scheinriesen vor einem aufbauen, Pappkameraden vor einem aufbauen, da rein zu grätschen und so jung und naiv nachzuhören. Was heißt das denn? Und da die Sprachlosigkeit hinter den leeren Parolen sichtbar zu machen. Danke für das indirekte Lob. Gerne. Und danke schön, dass du da warst. Danke für das Interview. Danke. Bye-bye.